Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 138 Pineapples. Mitten in der Nacht war das evakuierte Hogsmeade nicht wie ausgestorben, sondern voller Leben. Auroren wuselten von Haus zu Haus, um sie zu durchsuchen und danach zu versiegeln. Zwei von ihnen bekleideten ein älteres Pärchen, das sie gefunden hatten, die Straße hinunter. Das Ehepaar hatte sich gegen die Evakuierung gesträubt und sich im Keller ihres Hauses versteckt. Die Auroren brachten die beiden in die Winkelgasse, damit sie eine Nacht im tropfenden Kessel verbringen konnten. Die Gebäude in Hogsmeade wurden unbegehbar gemacht und die Gegend wurde weiträumig mit Schutzzaubern abgesperrt. In der Ferne sah Kingsley die Scheinwerfer von ein paar Muggelfahrzeugen, die mit konstanter Geschwindigkeit auf das Dorf zugefahren kamen, und er wusste, um was für Männer es sich handeln musste. Einer der Männer stieg aus dem ersten Wagen des kleinen Konvois und kam mit lässigen Schritten allein auf ihn zu. »Sind Sie Shacklebolt?« fragte der großgebaute Mann, dessen ausgeprägte Muskeln sich sichtbar durch die Uniform abzeichneten. Der Mann war Kingsley sofort sympathisch und er wusste aus dem Bauch heraus, dass das Weglassen einer höflichen Anrede nicht von mangelndem Respekt zeugte. »Ja, da bin ich. Dann sind Sie Jeffreys?« fragte Kingsley mit einem Lächeln auf den Lippen, während er dem Mann die Hand entgegenhielt. »Ganz recht.« Der Mann schüttelte Kingsleys Hand und beide bemerkten den festen Händedruck des anderen, weshalb Jeffreys ebenfalls lächeln musste. Jeffreys blickte an Kingsley vorbei und betrachtete für einen Moment die Männer und in seinen Augen auch ungewöhnlich vielen Frauen, die ihrer Arbeit nachzugehen schienen. »Gut, Shacklebolt, dann möchte ich Sie bitten, mich aufzuklären.« Jeffreys hatte sehr bedächtig gesprochen, doch bevor der Dunkelhäutige antworten konnte, fügte er noch hinzu. »Besonders über das, was mein Vorgesetzter mir als Hinweis mit auf den Weg gegeben hatte.« »Und was war das gewesen?« wollte Kingsley wissen. »Dass alles, was heute seltsam erscheinen mag, völlig normal wäre.« Das tiefe, freundlich klingende Lachen von Kingsley machte Tonks aufmerksam und sie blickte zu ihrem guten Freund hinüber, der etwa 10 Meter von ihr entfernt stand und sich mit einem der erwarteten Muggel unterhielt. Tracy folgte ihrem Blick. »Wer sind die genau?« fragte Tracy neugierig. »Das müssen diese Experten sein, die Arthur beim anderen Minister angefordert hat. Die werden sich noch heute Nacht um die Kisten in der Höhle kümmern.« antwortete Tonks gewissenhaft. »Wissen die, dass wir zaubern können?« Darauf konnte sie keine Antwort geben und zuckte daher einmal mit den Schultern. Tonks sah, wie Kingsley dem Mann einmal auf die Schulter klopfte, doch sie hörte nicht, was die beiden sagten. »Ich will es mal so sagen, Jeffreys. Wenn Ihnen heute etwas seltsam vorkommen sollte, dann fragen Sie mich einfach und ich werde Ihnen eine ehrliche Antwort geben.« Der Abgesandte der Muggel nickte, schien jedoch keinesfalls verängstigt oder unsicher. »Okay, dann werde ich meine Männer holen und dann zeigen sie uns die Höhle mit dem Sprengstoff.« Kingsley nickte, so dass Jeffreys einen Teil seiner Männer anwies, den Rest ihrer notwendigen Schutzkleidung anzulegen und die Rucksäcke mit der Ausrüstung aufzusetzen, so wie er selbst es auch tat. Mit den 6 Männern im Schlepptau kam Jeffreys auf Kingsley zu und sagte, er wäre bereit, sich nun einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Die meisten seiner Männer blieben im Wagen und standen offensichtlich für spätere Entschärfungsarbeiten oder den Abtransport bereit. »Gut, gehen wir.«
Doch bevor Kingsley voranging, schaute er in eine bestimmte Richtung und rief: Tonks. Als sie hinüberschaute, machte er nur ein Zeichen mit einer Hand und sie kam sofort auf ihn zugelaufen. Kurz bevor sie bei den Männern angekommen war, stolperte sie, fand jedoch das Gleichgewicht wieder, sodass sie nicht auf den Boden fiel. Zwei der Männer lachten, doch Geoffreys unterbrach diese Unhöflichkeit mit einem einzigen Blick. Dann folgen Sie mir bitte. Kingsley und Geoffreys gingen voran und gleich hinter ihnen lief Tonks. Während sie sich eher um das Getuschel hinter ihrem Rücken kümmerte, denn zwei der Männer machten anzügliche Bemerkungen über sie, unterhielten sich die beiden Verantwortlichen der Zauberer- und Muggelwelt miteinander. Mir wurde nur von unserem Minister mitgeteilt, dass wir mit Hilfe von erfahrenen Sprengstoffexperten rechnen dürfen, begann Kingsley. Sind Sie vom Scotland Yard? Nein, aber da habe ich damals angefangen. Es ist bisher nur zweimal vorgekommen, dass ich als Sprengstoffexperte herangezogen werde. Meine Männer und ich sind nämlich vom MI5. Kingsley musste nachfragen. Was genau ist das? Über diese Unwissenheit ein wenig erstaunt, erklärte Geoffreys. Inlandsgeheimdienst. Mit einer hochgezogenen Augenbraue fragte er gleich darauf, sehr neugierig. Und Sie sind von? So etwas Ähnlichem. Erwiderte Kingsley, wollte aber noch nichts über die Zaubererwelt preisgeben. Machte Geoffreys amüsiert. Mein Vorgesetzter hat mir den Befehl erteilt, heute Nacht auf alle Fälle kooperativ zu sein und Ihnen alle Fragen ehrlich zu beantworten. Das war wohl ausschlaggebend dafür, dass ich mich ein kleines bisschen unwohl fühle. So einen Befehl hat es noch nie gegeben, Shacklebolt. Dann auch diese merkwürdigen Hinweise von meinem Boss. Geoffreys schüttelte nachdenklich den Kopf, sagte aber kurz darauf belustigt. Sie müssen entweder ein hohes Tier sein oder Sie haben meinen Vorgesetzten in der Hand. Ich bin der Leiter der Zentrale unseres Einsatzbüros. Offenbarte Kingsley, auch wenn er den Begriff Aurorenzentrale auf das letzte Wort beschränkt hatte, denn er wusste nicht, was die beiden Minister untereinander ausgemacht hatten und ob Geoffreys und dessen Männer später das Gedächtnis optimiert bekommen könnten. Etwas entfernt war bereits der Fluss zu sehen. Durch den Schnee, der das Licht des Mondes reflektierte, konnte man einen kleinen Pfad erkennen, den sie nun eingeschlagen hatten. Kingsley hatte sich mit einigen Auroren bereits mehrmals die Höhle und deren Inhalt angesehen, jedoch nichts berührt. Da vorn, sagte Kingsley und deutete auf den Fluss. Wir müssen um die herausstehende Felswand herum. Der Höhleneingang befindet sich gleich dahinter. Geoffreys stutzte, als er das fließende Wasser betrachtete, welches eiskalt sein musste. Doch das hielt ihn nicht davon ab, seinen Männern zu sagen: Bereitet euch auf durchnässte Hosenbeine vor. Ein Raunen war zu hören, doch die Männer parierten. In der Reihenfolge, in welcher sie vorhin zum Fluss marschiert waren, hatte sich nichts geändert, denn auch jetzt machte Kingsley den Anfang, gefolgt von Geoffreys und Tonks. Als die beiden Männer das Wasser durchquert und bereits wieder festen Boden unter den Füßen hatten, hörte man ein lautes Platschen. Einer der Männer hatte noch Tonks gegriffen, die auf dem glitschigen Boden den Halt verloren hatte und zu fallen drohte. Er hatte sie festhalten und an die Felswand drücken können, damit sie wieder Halt finden konnte, doch anschließend war er selbst ausgerutscht und einmal komplett untergetaucht. Die ersten Worte, die er nach dem Auftauchen von sich gab, waren: Verdammt, ist das kalt! Er schüttelte seinen Kopf, fuhr sich mit einer Hand über das Gesicht und griff schnell nach seiner Mütze, bevor sie im Fluss abzutreiben drohte. Seine Kumpane lachten, liefen jedoch weiterhin vorsichtig um die Felswand herum, um sich nicht selbst noch zum Gespött zu machen. Williams, rief Geoffreys. Komm schon raus aus dem Wasser. Zum Angeln ist es viel zu spät, die Fische schlafen längst.
alle hatten das übersichtliche Gebiet, welches von einer Felswand eingekreist war, bereits erreicht, und zwei der Männer halfen Williams aus dem Wasser hinaus. Der schenkte Tongs einen vorwurfsvollen Blick, denn hätte er ihr nicht geholfen, wäre sie diejenige gewesen, die pitchnass sein würde. Gelassen wartete Kingsley darauf, bis sich Geoffreys an ihn wenden würde, und er brauchte nicht lange zu warten. »So, Shacklebolt«, sagte Geoffreys, nachdem er seine Männer kurz gemustert hatte und bei dem bereits vor Kälte schlotternden Williams die Lippen mitleidig zusammengepresst hatte. »Der Eingang der Höhle?« Mit einem Finger zeigte Kingsley auf das dichte Gestrüpp, welches den Eingang bedeckte, und sagte: »Dort hinter dem Busch.« Nach nur wenigen Sekunden befahl Geoffreys allen Männern, außer Williams: »Reißt das da raus! Ich will nicht, dass auch nur einer von euch daran hängen bleibt, wenn wir die Kisten rausholen.« In 0, nichts hatten die fünf kräftigen Männer den Busch entwurzelt und den Eingang sogar von losen Steinen befreit, über die man hätte stolpern können. Williams, unter dem sich eine große Pfütze gebildet hatte, versuchte mit zitternden Händen, die Gurte seines Rucksacks zu lösen, doch durch die Kälte waren seine Finger bereits gefühllos, was Kingsley und Tongs nicht entgangen war. Den Moment ergriff Tongs, um Williams zur Hand zu gehen, und während sie die Schnallen und Gurte löste, sagte sie: »Danke fürs Festhalten.« Das war das Mindeste, was sie tun konnte, obwohl sie viel lieber einen Zauber gesprochen hatte, um seine Kleidung zu trocknen und ihn mit einem Wärmezauber zu belegen. »Nicht zu danken«, entgegnete Williams mit klappernden Zähnen. »Darf ich fragen, ob Sie noch ungebunden sind?« »Tut mir leid, ich bin schon vergeben«, entgegnete Tongs mit einem amüsierten Lächeln, denn ein Muggel und dazu noch ein so gut aussehender hatte noch nie Interesse an ihr gezeigt. Aber dazu gab es ja auch kaum Gelegenheiten in ihrem Leben. Williams seufzte, bevor er amüsiert sagte: »Na dann, war es einfach nur eine gute Tat.« Sie lachte nett auf. »Für die ich wirklich dankbar bin.« »Der Weg ist frei, Sir«, sagte einer der Männer, der noch einen Teil des Gestrüpps im Fluss entsorgte. »Gut, Garland und Ross kommen mit mir, die anderen warten.« Die beiden Männer und Geoffreys selbst zogen ihre Taschenlampen heraus und bemerkten zum Glück nicht, dass Tongs ganz große Augen machte, nachdem sie die Leuchtkraft der Muggelhilfsmittel gesehen hatte. Der Befehl, draußen zu warten, galt nicht für Tongs und Shacklebolt, sodass die Höhle ebenfalls betraten. »Haben Sie etwa keine Taschenlampen dabei?«, wollte Geoffreys wissen. »Nein«, sagte Kingsley mit ruhiger Stimme. »Wir brauchen keine.« Geoffreys stutzte einen Moment, bevor er grinste und amüsiert sagte: »Was Punkt 1 auf der Liste, was kommt mir seltsam vor, darstellen würde. Gehen wir!« Zur gleichen Zeit, als Shacklebolt, Tongs, Geoffreys und zwei seiner Männer die Höhle betraten, gähnte Hermine laut auf. »Hermine, es ist schon sehr spät, wenn du das Buch noch lesen möchtest.« Sie unterbrach Remus und sagte: »Fellini ist noch nicht da und ich möchte wissen, wo genau Severus hingeht. Es lässt mir keine Ruhe. Ich werde mich sowieso nicht aufs Lesen konzentrieren können.« »Wenn du dann bitte mich entschuldigst, denn ich bin langsam wirklich müde«, sagte Remus mit müden Augen. »Es tut mir leid, wenn ich dich aufgehalten habe.« »Nein, Hermine, das muss dir ganz und gar nicht leid tun. Für mich war das äußerst interessant. Es ist nur schade, dass ich keine große Hilfe sein kann. Ich kenne mich zwar mit den dunklen Künsten aus, aber...« Er stoppte sich selbst, weil Hermine ganz große Augen machte. »Oh«, machte sie erleuchtend. »Natürlich kennst du dich damit aus. Warum sonst hätte Albus dir damals die Stelle gegeben?« Remus äußerte sich nicht dazu, sodass sie frei heraus fragte: »Hast du auch schwarzmagische Bücher gelesen?« Er blieb stumm. Hermine seufzte und offenbarte: »Ich habe welche gelesen und Albus weiß das. Harry, Ginny und Severus wissen es auch.« »Du musst damit vorsichtig sein«, gab er ihr als ernst gemeinten Ratschlag, weswegen sie lächeln musste. »Ja, das bin ich, keine Sorge«, beruhigte sie ihn.
wie bist du auf die dunklen Künste gekommen? Einen Moment lang dachte er über die richtigen Worte nach, bevor er mit leiser Stimme schilderte. Ich denke, jeder Werwolf macht einmal eine Phase durch und sucht nach einer Möglichkeit, sich von seinem Fluch zu befreien. Und das war der Grund gewesen, warum ich... Er fuhr anders fort. Es hat in der Schule angefangen, als wir viel mehr über die dunklen Künste und die schier unendlichen Anwendungsmöglichkeiten erfahren haben. Da hatte ich Hoffnung geschöpft. In den Ferien hat mir Sirius oft ein paar Bücher seiner Eltern zukommen lassen, auch wenn er mir immer davon abgeraten hat, sie wirklich zu lesen. Sirius Eltern? Remus nickte. Besonders seine Mutter fand es schick, solche Bücher in der Sammlung zu haben. Es zählte zumindest damals bei vielen reichen Reinblüterfamilien zum guten Ton, etwas Ausgefallenes oder Verbotenes zu besitzen. Ginny hatte mal gesagt, dass Alistair sich sehr ausführlich damit befasst hat. Warf Hermine ein. So gut wie alle Auroren haben sich damit befasst, erklärte Remus, als wäre es völlig normal. Kingsley, Tongs, jeder wollte irgendwann wissen, mit was sich der Feind beschäftigte, damit sie gegen die Todesser und deren Wissen gefeit waren. Man kann es ihnen nicht übel nehmen. Hermine, in die Augen blickend, gestand er. Damals hatte Severus seine Vorliebe von Anfang an nicht geheim gehalten. Aber ich wollte nicht mit ihm gleichgestellt werden, nur weil ich auch Schwarzmagisches gelesen habe. Sirius hat immer gesagt, bei mir wäre das was anderes, weil ich Hilfe gesucht habe. Aber Severus hatte sich aus reinem Interesse damit beschäftigt. Für einen Moment stellte sich Hermine das fiktive Szenario vor, wie der junge Severus und sein Mitschüler Remus in der Bibliothek saßen und sich flüsternd über das kleine Problem unterhielten, unter welchem Remus monatlich litt. Wie beide sich über die dunklen Künste austauschten und gemeinsam eine Lösung suchten, was für Severus sicherlich eine Herausforderung gewesen wäre. In diesem gemeinsamen Nenner hätten die beiden unter Umständen sogar eine Art Freundschaft schließen können, aber andererseits gab es da noch Sirius, der mit Sicherheit dazwischen gefunkt hätte. Liest du solche Bücher immer noch? Fragte Hermine neugierig. Er schürzte die Lippen, bevor er zugab. Die Bücher, die Tongs hat, die lese ich auch. Ansonsten hätte ich wohl den einen oder anderen Todesser nicht zur Strecke bringen können. Es war für die Kämpfe hilfreich gewesen, aber mein persönliches Interesse hält sich sehr in Grenzen. Du hast sicherlich eine ganze Menge... Ein Scharren an der Tür und gleich darauf ein Maunzen ließen Hermine innehalten, bevor sie sich erhob und zur Tür ging. Nachdem sie diese geöffnet hatte, stürmte Fellini ins Wohnzimmer und er rieb sich schnurrend an den Beinen seines Frauchens. Hermine tätschelte das Tier am Kopf. Remus hingegen zückte seinen Zauberstab und rief ein unbeschriebenes Blatt Pergament zu sich. Willst du eine Karte oder lieber eine schriftliche Wegbeschreibung? Ich denke, eine Karte reicht aus, antwortete Hermine, sodass Remus den entsprechenden Zauber sprechen konnte, um den auf Feline liegenden Verfolgungszauber auf das Papier zu bringen. Wie von Geisterhand zeichneten sich Linien, Winkel und Kreise auf dem beigefarbenen Blatt und nach wenigen Minuten schauten sie auf eine Karte, auf der Felinis Weg mit einer gestrichelten Linie gezeigt wurde, die einen Schlenker aufwies, aber nichtsdestotrotz führte sie in einen bestimmten Raum im Dachboden. Fellini geht ihm tatsächlich immer hinterher. Hätte ich nicht gedacht, sagte Hermine verwundert. Zumindest weißt du jetzt genau, wo Severus auf seinem Rundgang Halt macht. Willst du da mal nachschauen? Es hörte sich fast wie eine Aufforderung an. Ich weiß nicht, Remus. Ich müsste das am besten am Tage machen, wenn er definitiv beschäftigt ist und mich nicht erwischen kann. Ansonsten wird es wohl großen Ärger geben. Bisher war Hermine ihm nicht gefolgt, denn sie konnte sich noch gut daran erinnern, wie aufgebracht er gewesen war, als sie nur angedeutet hatte, selbst einmal auf den Dachboden gehen zu müssen, wenn er ihr nicht verraten wollte, was sich dort befinden würde. Ich gehe rüber, Hermine. Ich bin todmüde. Ja gut, danke für die Unterhaltung. Das habe ich gebraucht, Remus. Sie begleitete ihn zur Tür, und als sie diese öffnete, wich Severus, der ihre Räumlichkeiten gerade passierte, zurück und hielt inne, als er in die Gesichter seiner Schülerinnen und des Werwolfs blickte. Severus, sagte Remus erstaunt. Er wollte sich nicht verkneifen, zu sagen. Was führt dich denn auf deinen Rundgang hier entlang?
Früher bist du doch eher in Richtung Astronomieturm. Wie ich meine Rundgänge gestalte, Lupin, ist ganz und gar meine Angelegenheit. Unterbrach Severus schroff. Nichts für ungut. Entschuldigte sich Remus mit einem Lächeln. Ich wünsche euch beiden eine gute Nacht. Mit zusammengekniffenen Augen beobachtete Severus, wie Remus die paar Schritte zu seiner eigenen Zimmertür hinüberging. Als Remus vor dieser Tür stand und offenbar das Passwort sagte, wandte Severus seinen Blick von seinem ehemaligen Mitschüler ab und schaute Hermine für einen Moment in die Augen, bevor er sich zum Gehen abwandte. Severus? Sagte Hermine aufhaltend. Er stoppte abrupt und schaute über seine Schulter. Hermine vergewisserte sich mit einem Blick nach links, dass Remus die Tür hinter sich geschlossen hatte, bevor sie Severus ansah und mitleidig sagte: Ich möchte nicht, dass wir uns streiten. Bewegungslos verharrte Severus in einer Position und noch immer schaute er sie an, bevor sein Körper sich sichtlich entspannte und er sehr bedacht die Gegenfrage stellte: Haben Sie es als Streit empfunden? Ich habe unser Gespräch vorhin als unangenehm empfunden, stellte sie deutlich klar. Er nickte lediglich und lauschte, als sie noch kleinlaut fragte. Werden Sie mich wirklich rausschmeißen, wenn ich das Buch nicht gelesen habe? Nüchtern fragte er, was sie denn denken würde. Wenn ich ganz ehrlich bin, begann sie, dann denke ich, dass Sie mich durchaus hinauswerfen möchten, nur um mir eine Lektion zu erteilen. Aber ich hoffe, selbst wenn ich nicht einmal mit dem Buch angefangen habe, dass es nicht so weit kommen wird. In Severus' Miene war keine Gefühlsregung abzulesen und es waren einzig seine warmen Augen, in denen sie ihre Annahme bestätigt zu wissen schienen. Wortlos wandte er sich von ihr ab, um in die Kerker zu gehen. Während Severus den Tag für sich beendete und sich zu Bett begab, wurde Schwester Marie durch einen Ruf durchs Flohnetz aus dem Bett geholt. Marie, es wäre nett, wenn Sie sich um Miss Parkinson kümmern würden, sagte Professor Juno, die genauso müde wie Marie aussah. Aber ich habe bereits eine Doppelschicht hinter mir und ich habe nicht einmal eine Stunde schlafen können, entgegnete Marie erbost. Es ist da etwas vorgefallen, über das ich mit Ihnen reden möchte und am liebsten sofort, sagte Professor Juno in einem fordernden Tonfall. Es gäbe die Möglichkeit für Sie, im Krankenhaus ein wenig Ruhe zu finden, aber Ihre Anwesenheit ist erforderlich. Doch nur, weil sich niemand anderes mit der Patientin befassen will, giftete Marie wegen der gestörten Nachtruhe sehr gereizt zurück. Professor Juno seufzte, sagte jedoch über den aggressiven Tonfall von Marie hinwegsehend, Ich verstehe Sie, Marie. Vielleicht kann ich jedoch Ihr Interesse wecken. Stan, den kennen Sie ja, schwört Stein und Bein, dass Miss Parkinson für weniger als eine Minute bei Bewusstsein war. Wie ernst kann man seine Aussage nehmen? Fragte Marie vorsichtig, denn sie wusste von Stans kleinem Alkoholproblem. Ich nehme es im Gegensatz zu Professor Puddle sehr ernst, denn Stan hat einen Namen wiederholt, den Miss Parkinson von sich gegeben haben soll. Es stellte sich heraus, dass das der Name des Mädchens ist. Soweit Marie über die Fälle Parkinson, Zambini und deren Tochter informiert war, hatte Mr. Zambini noch nicht den Namen der Kleinen genannt, weil er selbst damit zu kämpfen hatte, sich mit der Realität anzufreunden, mit dem Frieden. Er war übervorsichtig, geradezu skeptisch und weigerte sich daher genau wie seine Tochter ihren Vornamen preiszugeben. Doch man drängte die beiden nicht, sondern übte sich in Geduld. Das ist... Erfahren zu haben, dass Miss Parkinson wahrscheinlich wirklich am Leben war, hatte Marie sprachlos gemacht. Bitte kommen Sie her, Marie, bat Juno höflich. Marie seufzte, bevor sie zusagte. Marie packte sich eine kleine Tasche mit einer weiteren Schwesterntracht und etwas Legeres, darüber hinaus mit einigen Dingen, falls sie sich frisch machen wollte, bevor sie ins Mungos flohte. Es erstaunte Marie, dass Professor Juno sie an den Kaminen für die Angestellten erwartete und sie per Handschlag begrüßte, bevor sie sich auf den Weg zu Pansy machten und sich währenddessen unterhielten.
Miss Parkinson ist wieder auf ihrem Zimmer. Ihr Zustand scheint unverändert. Allein Stans Aussage hätte mich keinesfalls überzeugt, aber die Tatsache mit dem Namen des Mädchens. Wie heißt das Mädchen? Wollte Marie wissen. Bernice! Schwester Augusta hatte die Kleine mit dem Namen angesprochen und daraufhin hat das Mädchen gefragt, ob sie den Namen von ihrem Vater wüsste. Ist Mr. Zerbini über den Vorfall in Kenntnis gesetzt worden? Fragte Marie. Professor Juno schüttelte den Kopf. Wie die meisten Patienten schläft Mr. Zerbini um diese Zeit und da Miss Parkinsons Zustand wieder der alte ist, haben wir keinen Grund gesehen. Aber Mr. Zerbini könnte etwas wissen, was in diesem Fall weiterhelfen kann. Vielleicht kann er uns sagen, ob so ein kurzer, wacher Moment etwas ankündigt. Oder ob es normal oder ungewöhnlich ist. Er könnte Hinweise geben, wie lange solche Wachzustände dauern. Bewundernd, sagte Professor Juno. Für eine Schwester denken Sie sehr viel mit, Marie? Das Thema wechselnd, fragte die Professorin. Sie hatten Ihre Legalementik-Prüfung gemacht, als Sie hier angefangen hatten, richtig? Marie nickte. Warum haben Sie nicht mehr gemacht? Eine Ausbildung zur Heilerin vielleicht? Ich wollte eine Ausbildung zur Heilerin machen, aber ich bin nicht dazu gekommen und jetzt... Marie seufzte. Wenn sich in Ihrem Leben einmal eine Gelegenheit bieten sollte, dann packen Sie sie beim Schopf, riet Professor Juno, die ansonsten keinen weiteren Ratschlag zur Hand hatte. Ein wenig ärgerte sich Marie über diesen Tipp, denn er war nicht gerade hilfreich gewesen. Abgelenkt von ihrem aufkeimenden Ärger wurde sie, als sie vor der Tür zu Miss Parkinsons Krankenzimmer standen und Professor Juno diese öffnete. Kaum hatten die beiden das Zimmer betreten, wurde es automatisch erleuchtet. Marie betrachtete die im Bett liegende Frau, die wie tot wirkte, doch allein die Erkenntnis, dass sie sehr wahrscheinlich am Leben war, ließ nicht nur die Patientin, sondern das gesamte Zimmer anders auf sie wirken. Wie Sie sehen, zeigt Miss Parkinson wieder alle Anzeichen einer kürzlich Verstorbenen. Was die Hautfarbe, die erschlafften Muskeln, die halb offen stehenden Augen und das totale Fehlen der Vitalfunktion unterstreichen. Stan behauptet nicht nur, sie hätte gesprochen, sondern auch ihren Kopf in seine Richtung bewegt. Ich erwähne das nur, damit sie vorbereitet sind, falls... Juno musste den Satz nicht beenden und Marie war für jeden Hinweis dankbar. Wahrscheinlich hätte sie sich zu Tode erschrocken, würde sie sich umdrehen und unverhofft von einer vermeintlich Toten angestarrt werden. Sie versuchte, sich in Stan hineinzuversetzen. Sagen Sie, Professor Junot, wie geht es Stan? Es muss ein Schock für ihn gewesen sein, fragte Marie mitfühlend. Er war ziemlich von der Rolle, aber eher, weil Professor Puddle ihm gekündigt hatte. Denn der geht davon aus, dass Stan betrunken gewesen war und sich alles nur eingebildet hatte. Ist Stan noch hier? Nein, sagte Juno und klang dabei, als würde sie etwas bereuen. Professor Puddle hatte ihn sofort gekündigt. Er hat ihn nicht einmal angehört. Stan war außer sich und ist auf der Stelle gegangen, nachdem er dem Professor noch einige Schimpfworte an den Kopf geworfen hatte. Weil Juno in sich hineingrinsen musste, hatte sie es Stan offensichtlich gegönnt, dass er dem Professor mal unverblümt die Meinung gesagt hatte. Ich nehme an, sagte Marie, während sie der Professorin in die Augen schaute, dass Mr. Shacklebolt vom Ministerium bereits informiert worden ist? Die Augenbrauen in die Höhe ziehend, erwiderte Juno erstaunt. Wie es aussieht, denken Sie an viel mehr Dinge als ich. Nein, er ist noch nicht informiert worden. Würden Sie das vielleicht erledigen? Sie hatten mit ihm ja schon Kontakt. Ich muss gleich noch mit meinem Kollegen zusammen die Gewebeproben analysieren, die wir vorhin Miss Parkinson entnommen haben. Mache ich gern, stimmte Marie zu. Die Professorin wollte bereits gehen. Da fragte Marie noch schnell. Professor Junot, soll ich etwas Bestimmtes machen oder... Bleiben Sie einfach hier, falls... Sie blickte zur Patientin hinüber. Ich bin in der Leichenhalle oder im Gemeinschaftsraum. Geben Sie mir auf der Stelle Bescheid, falls etwas geschehen sollte. Professor Juno schien einen Augenblick über etwas nachzudenken, bevor sie nahelegte. Sie können auch ein Nickerchen machen, wenn Sie unter diesen Umständen dazu in der Lage sind. Ich bin mir sicher, wir können hier noch ein freies Bett hineinstellen.
Von einem Paravent möchte ich aber abraten, damit sie die Patientin im Auge behalten können. Gesagt, getan. In weniger als 10 Minuten hatte sich Marie eines der frisch gesäuberten Krankenhausbetten ins Zimmer gezaubert, auf dem sie sich mit einem erleichterten Seufzer niederließ. Doch nicht zum Schlafen. Sie hatte sich 2 Kissen ans Kopfende gelegt, um halb liegend, halb sitzend ein wenig zu lesen, bevor sie wie von der Tarantel gestochen aufstand, denn ihr war eingefallen, dass sie Mr. Shacklebolt noch Bescheid geben wollte. Im Ministerium erreichte sie den nächtlichen Notdienst, doch der teilte ihr leider mit, dass Mr. Shacklebolt, wie auch Miss Tonks, deren Namen Marie in den Akten der Patientin gelesen hatte, nicht zu erreichen waren. Sie hinterließ für beide die gleiche Nachricht, bevor sie sich wieder ins Krankenzimmer begab, um in einem Fachbuch zu versinken, welches für Heiler gedacht war. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.